So, da sind wir vor dem Haus der Schamanen. Ich bin gespannt, was uns natürlich hier erwartet. Ja, sicherlich auch. Ich glaube, jetzt kommt noch mal ein ganz fieses Rätsel, wo ich in etwa noch weiß, was wir dann drücken müssen. Frag mich dann aber bitte nicht mal, warum und weshalb. Aber erstmal sehen, ob ich es noch weiß. Digga, ein Oscar hat du ja gefunden. Ja, Oscar ist ja auch schon hier drin. Lass uns mal überraschen. Nein, Kate, am Traumfänger spielen wir heute nicht rum. Oh. Oscar liegt unter Hans. Das sieht aber immer so dünn aus. Was auf uns guten Tag. Ah, Fräulein Kate Walker! Wir müssen unbedingt einen Weg finden, Hans zu heilen. Spät, Fräulein Walker! Sehr spät! Ich mache ja auch alles alleine, wenn mir hier nie jemand hilft. Und? Halten Sie durch, Hans. Hallo. Geh auch mal zum Oscar runter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hallo. Geht. Ich guck die nicht zu dem Oscar runter. Jetzt. Da Oscar, für mich werden Sie immer mehr als bloß eine Maschine sein. Oscar. Ja? Für mich werden Sie immer mehr als bloß eine Maschine sein. Da müssen wir doch einen Oscar jetzt machen können, oder? Jetzt. Ist auch schön. Also, was wir hier sehen, ist Oscar sein Herz. So. Und jetzt müssen wir hier einfach so schöne Pünktchen anklicken. Ich glaube den. Den glaube ich. Sehr genau. Jetzt öffnet sich das. So. Jetzt müssen wir, glaube ich, den. Nochmal den hier. Den und den. Also ihr seht, wir haben jetzt, wenn man es wie eine Uhr sieht, haben wir erst die 3 und die 7. Dann haben wir die 12, nochmal die 3, die 6 und die 9 jetzt. Ich glaube, so war das. Genau. Sehr schön. Jetzt kam ein Schlüssel aus Oscar raus. Das war's wahrscheinlich jetzt mit Oscar. Oscar scheint wirklich tot zu sein. Er hat sein Leben für Hans gegeben. Und er war einfach nur Hohlende. Das denkt man wirklich gar nicht, für das er ja eigentlich zu viel gemacht hat. Einfach zu holen. So zum Robocop. Ich weiß auch nicht. Hans, ja, Hans ist Robocop. Sie hatten an alles gedacht, um ihr Ziel zu erreichen. Koste es, was es wolle. Ja, koste es Oscars Leben, würde ich sagen. Hans, ist er... Kate muss vorbereiten. Abfahrt jetzt. Die Abfahrt vorbereiten? Aber was muss ich denn tun? Doc tut. Hans, ist er... Aha, Hans, okay. Kate muss vorbereiten. Abfahrt
jetzt? Die Abfahrt? Die Alte. Also ich schätze mal, wir müssen jetzt wieder aus dem Zug zurücklatschen. Sie sind mit dem Alten. Ich weiß doch nicht, ich stehe doch nicht auf. Sie hatten an alles gedacht, um ihr Ziel zu erreichen. Koste es, was es wolle. Der geht nicht. Sieht der auch so blöd noch da. Wir haben den Schlüssel bekommen. Den müssen wir, glaube ich, irgendwie beim Zug? Vorarlbergstelle. Wahrscheinlich bei dem Zug irgendwie benutzen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt den Zug lenken und steuern. Oskar ist ja nun nicht mehr da. Also sogar latschen wir jetzt den ganzen weiten Weg zu diesem blöden Zug zurück. Ne? Na toll. Ja, Oskar nicht mehr da. Na toll, den ganzen Weg. Oh, Hilfe. Oh, Kate. Und das in deiner Geschwindigkeit, die du läufst und auch mal hängen bleibst überall mit deinem Kopf. Ja, verstanden. Na toll. Ich würde überlegen. Lang müssen. Hier vor. Also die Zwischensequenz war wieder sehr schön gemacht, fand ich. Ja, das ist schön. Dass Oskar einfach so wohl ist und er ist jetzt halt tot. Ich glaube auch nicht, dass Oskar mehr zurückkommt. Wie auch? Wie soll er da wieder zurückkommen? Geht da nicht mehr. Also Hans sollte mal wieder einen Oskar bauen. Man hat irgendwo noch eine Reserve irgendwo einstecken. Aber ich schätze mal, der kommt nicht mehr zurück. Und ich schätze mal, ich bin hier gerade falsch gelaufen, oder? Nee, warte. Hä? Jetzt weiß ich noch nicht, wo ich bin. Hilfe! Ja. Ich glaube, hier rein mussten wir. Könnten wir halt ein bisschen Musik spielen hier. Genau, die Newbies vorbei. Sind auch die Gleise. Und ab zum Zug. Gespannt, was wir jetzt hier machen. Ja, der Zug sieht wirklich ungemütlich aus. Ne? Das sind bloß noch, wo genau. Die Kohle drin ist. Ganz alleine jetzt ohne Oskar. Es wird sehr ruhig werden. Ohne Oskar. Ja. Sehr ruhig. Seine Weisheiten. Ja. So, und? Ich hätte die Warnschlüssel jetzt hier benutzen müssen. Ja, genau. So war das gewesen. Oh, so. Jetzt können wir hier irgendwas ein... Ja, genau. Okay. Was machen wir jetzt als erstes? Ich glaube, da werde ich jetzt einen Schnitt machen und werde das ausprobieren. Ja. Genau. Und wenn ich die Reihenfolge habe, ich schreibe mir das auf, dann zeige ich euch das dann, wie das ging. Also machen wir jetzt schon einmal Schluss und wir sehen uns wieder. Tschüss. Tschüss.